5, 4, 3, 2, 1. Welcome back. Schön zu hören. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe, der 15. Ausgabe vom Toni-Podcast. Heute mit dabei sind Sarah, Maria, Gloria, Ernstens Tochter Sarah. Jetzt habe ich es doppelt gesagt. Hi Sarah. Hallo. Und mit dabei ist Charles, Philipp, Arthur, Nobbys Sohnemann, Jeppe. Hallo. Und natürlich mit heute mit dabei wieder Moritz, Karl Theodor, Maria, Wolle Atze, Herbys jüngster Moritz. Moin, moin. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin Palpatinovic, Vater Abrahams, Papa Schlumpfsöhnchen Sven. Also, echte Heldinnen. Das steht so im Ausweis drin. Ja, wie bei dir ja auch. Ne? Warum das Ganze? Ja, weil wir heute eine ganz besondere Special Edition haben. Heute geht es um echte Heldinnen im Hörspiel. Anders ist natürlich die ultimative Heldin, die ist jetzt endlich nach ganz vielen Jahren, da können wir bestimmt später auch nochmal berichten, wie lange wir uns auf diese tolle Figur und diese tolle Geschichte freuen. Pippi Langstrumpf. Im Oktober ist es endlich soweit. Sie kommt auf die Toni-Box. Yeah. Und ja, ne, es ist natürlich das ist das stärkste Mädchen der Welt. Also eine echte Heldin. Und ja, wir haben gesagt, wir sprechen heute mal ausführlich über Pippi Langstrumpf, aber auch generell über Mädchenfiguren im Kinderhörspiel. Was hat sich da getan? Die Pippi-Geschichte ist schon was älter. Wie sieht das heute aus? Das ist auch heute unser Thema. Ja, mir fehlt hier so als erste Schnellfragerunde, denn also Pippi Langstrumpf, da fehlt doch was. Wer kann mir jetzt als erstes den vollständigen Namen von Pippi Langstrumpf sagen? Wer kann es nicht? Warte, ich versuch's. Pippi Victualia, Rolgadina, Ephraims Tochter Langstrumpf? Habe ich das vergessen? Pippi Lotta, ne? Richtig. Pippi Lotta. Genau. Pippi Lotta. Ah, Pippi Lotta. Und irgendwie in der TV-Serie auch mal Schokominzer, meine ich. Also, aber das ist, glaube ich, der offizielle Name. Ne? Fast sehr gut vorgetragen, Sarah. Pippi Lotta, ja, Victualia, Rolgadina, Pfefferminz, Ephraims Tochter Langstrumpf. Genau, um die geht's heute. Okay, der Sven hat Übung. Kannst du es denn auch auf Schwedisch? Nee. Du? Nee, ich habe mich ja mit Deutsch schon ein bisschen abgekämpft, aber wir haben ja, eine Lösung gefunden. Ich weiß, was das, was die Villa Kunterbund auf Schwedisch heißt. Das hatte ich mir mal gemerkt, weil wir tatsächlich mal da waren. Wollt ihr es wissen? Und ihr müsst jetzt Ja sagen. In der Villa Kunterbund? Ja. Sag, wie heißt die Villa Kunterbund auf Schwedisch? Villa Willekula. Ja, wollte ich gerade sagen. Wie soll ich das denn wissen? Villa Color. Jetzt, wo wir die Lösung haben für den Namen von Pippi, den vollständigen Namen von Pippi und auch die Villa Kunterbund auf Schwedisch. Jeppe, was war denn um Gottes Willen die Lösung unseres letzten Hörspielrätsels? Ich grübel immer noch. Ich hoffe, es hat irgendjemand gelöst. Ich habe es bis heute nicht gelöst. Ja, na klar, haben unsere schlauen Schlaubis draußen an den Empfangsgeräten das lösen können. Jedenfalls einige. Also ist doch wohl vollkommen klar, mit was wir es hier zu tun haben, Moritz, in dieser obskuren Buchstabenfolge. Sollen wir die nochmal nennen, für alle, die nicht dabei waren? Das war JFK-GIG-NRT. Und dabei handelt es sich natürlich für jeden ganz klar ersichtlich um die Flughafenkürzel der drei Flughäfen John F. Kennedy in New York, den GIG in Rio de Janeiro und Narita in Tokio. Irgendwie, und ja, GIG, das weißt du natürlich auch. Moritz, du weißt es doch, wie es heißt. Sag es uns doch. Du weißt natürlich, es doch. Natürlich, das ist Portugiesisch und das, ich traue mir nicht zu, so eine fremde Sprache einfach so auszusprechen, weil ich glaube, dass ich nicht so bewandert darin bin. Sarah, dann, wenn du das nicht wusstest, ist ja nicht schlimm, weil du hast ja jetzt die Chance, zumindest das Lied. Die Frage war ja, welcher Song ist das? Du hast die Chance, jetzt diesen Song einmal kurz zu trällern. Oder
Die Chance habe ich. Hm? Oh, das Privileg möchte ich jetzt mir nicht anmaßen. Das gebe ich natürlich auch an dich, Jeppe, weiter, weil wir alle und jeder, der den Podcast schon öfter gehört hat, weiß, wie schön Jeppe singen kann. Ja, und deswegen eine Opernausbildung Jeppe stimmt. Ja, stimmt. Redner wollte mal werden. Der Song geht natürlich New York, Rio, Tokio. Von den Los Rios oder. Der spielt in meinem Kopf jetzt, das ist echt unglaublich lebensecht vorgemacht. Ja, ne? Die ganze der Song ist ein Jahr, bevor ich geboren bin, rausgekommen. Wann war das denn, Moritz? 1986. Ich glaube, viele konnten mit der Buchstabenfolge nichts anfangen, dann nicht mit der Lösung und jetzt auch nicht mit deinem gesungenen Jeppe. Also ich glaube, viele sind immer noch total, haben noch ganz viele Fragezeichen. Aber umso mehr können was mit unserer Podcast-Superstar Sarah und ihren Autogrammkarten anfangen. Ist das richtig? Wurde das mir richtig zugetragen, dass du wirklich eine E-Mail bekommen hast? Ich habe eine wunderschöne Mail bekommen von einem kleinen Fan, der auch unseren Podcast hört und mit der Bitte endlich um eine Autogrammkarte. Sonst schicke ich ja immer ungefragt bei den Gewinnern der Hörspiele einfach eine mit. Und da sind sicherlich viele verwundert, wenn die dann ankommt. Aber diesmal wurde ich tatsächlich um eine gebeten und da freue ich mich riesig. Ja, jetzt denken wir größer natürlich für die nächste Auflage. Ja, ist natürlich klar. Danke, liebe Zuhörerin. Jetzt kann ich das hier verargumentieren, dass ich doch mal 5000 drucken lasse. Und da drin steckt ja eigentlich noch eine weitere Sensation, dass die geschrieben haben, dass sie tatsächlich also nicht nur ihre Tochter war das, ne, auch den Podcast hört, sondern es ja auch, glaube ich, sogar auf die Tonibox ziehen. Was für eine irgendwie doch erfreuliche Idee, mit der wir dann am Ende doch nicht so richtig gerechnet haben, weil es ja natürlich, klar, ihr wisst es doch, eher Erwachsenenkommunikation ist. Und all das lässt mich auch darüber nachdenken, ob wir für den Moritz noch mehr Zensurauflagen geltend machen müssen, wenn das wirklich ihr lieben Kleinen da draußen auch noch hört. Der Onkel macht nur Spaß. Jetzt haben wir was für die lieben Kleinen. Pipi Langstrumpf. Für alle, die Pipi Langstrumpf nicht kennen, die kenne ich auch nicht, aber ich kenne Pipi Langstrumpf wie ganz viele andere. Also es geht natürlich um das kleine 9-jährige Mädchen, das jeder direkt vor Augen hat, wenn der Name fällt. Karottenrote Haare, vom Kopf weggestreckt, die Sommersprossen und ganz lustig kunterbunt angezogen, so wie ihre Villa, in der sie lebt, mit ihren beiden Weggefährten, einem Äffchen und einem Pferd. So, ich glaube, jeder hat jetzt einen Ohrwurm direkt im Kopf. Der Moritz nickt es schon mit. Ganz genau, über die sprechen wir. Wir bringen jetzt ganz bald den Toni raus und da wird man auch sofort die Pipi erkennen können mit einem tollen Hörbuch, in dem es um ihre erste Geschichte geht, also wie Pipi Langstrumpf in die Villa Kunterbunt einzieht, wie sie die Nachbarskinder Tommy und Annika kennenlernt. Und die beiden Nachbarskinder Tommy und Annika sind ein bisschen gut bürgerlicher aufgewachsen und haben sehr viele Moralvorstellungen, die immer mal wieder mit denen von Pipi aufeinandertreffen und insgeheim wünschen sie sich aber natürlich genauso zu sein wie Pipi. Und in diesem Hörbuch erlebt sie ganz viele Abenteuer, die viele noch kennen, denn das Ganze basiert auf einer Buchvorlage, die von Astrid Lindgren geschrieben wurde. Und ich glaube, das kennt jeder, aber auch die Serien, die Comicserien, die Filme. Also da gibt's ganz viele Berührungspunkte, die wahrscheinlich jeder von uns vieren und auch von euch da draußen schon mal hatte. Das kann man sich ja wirklich fast gar nicht vorstellen, dass zumindest jetzt in der Elterngeneration, die jetzt zuhören, irgendjemand dabei wäre, der Pipi Langstrumpf noch nie gehört. Pipi Langstrumpf, wer soll das denn sein? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Oder habt, also kennt ihr, gibt es eine bekanntere Figur? Also ich glaube, die geht wirklich jeder, kennt sie. Die Frage ist fast am ehesten noch, worüber? Ich habe nämlich tatsächlich auch jetzt in Vorbereitung nochmal gesagt, ich habe das Buch noch nie gelesen. Ich habe noch nie das Buch gelesen. Aber ich habe dafür natürlich die Fernsehserie so oft gesehen, dass ich wirklich auch alles auswendig kenne. Und jetzt in der Vorbereitung habe ich mal in das Buch auch reingeguckt. Und man muss sagen, die Fernsehserie ist ja wirklich,
extrem nah auch am Buch dran. Ja, also was ist euer Hauptzugang, wenn man, oder eure Kernerinnerung an Pippi Langstrumpf, wenn ihr an eure Kindheit zurückdenkt? Bei mir die Filme tatsächlich. Und ich habe jetzt auch nochmal den Pippi Toni. Wir durften den schon ganz exklusiv jetzt vorher in den Händen halten und hören. Natürlich auch nochmal gehört. Und da war ich, hatte ich dasselbe, Sven, wie du. Da war ich überrascht, wie sehr die Dialoge in dem Fall gesprochen und dann gelesen von Josephine Preuß, wie das mit den Büchern übereinstimmt, aber dann eben auch mit den Serien und so weiter. Also da wurde schon wirklich sehr viel 1:1 übernommen in Serien und Filme. Ich glaube, ich kenne auch, also vielleicht ist das auch so ein Gefühl, was viele teilen. Also ich meine, mir wurde das auch als Kind vorgelesen, was ich natürlich sehr schön finde. Danke, Mama. Aber so viel prägender, so sind natürlich diese ikonischen Bilder von dieser tollen Darstellerin ja auch. Inger Nilsson, ne? Dafür musste ich mich nicht vorbereiten, das musste ich noch. Inger Nilsson heißt die gute. Inger Nilsson. Ich auch. Also ich glaube, in Schweden hat sich also ganz weit geschafft. Das war wirklich eine totale, also Lebzeiten die ganze Zeit eine echte Staatseinrichtung quasi in Schweden. Das ist wirklich einfach so, nee, sie ist halt Pippi. So, ne? Also so genauso muss sie aussehen. Bei mir waren es so wie Sarah auch die Filme. Und da ist auch beim Hören wieder ganz, ganz viel zurückgekommen. Also ich habe es teilweise angefangen, dieses Jahr auch mit meinen Kindern die Filme zu gucken, und da diese Effekte und sowas sind so geil. Also wieder, ich glaube, wir spoilern hier nichts, wenn man sagt, dass da ein Pferd hochgehoben wird und dass dort Heißluftballon geflogen wird. Und wie damals, ich müsste jetzt irgendwie parallel googeln, aber ich würde tippen, dass die aus den 70ern sind oder so. Also ich glaube tatsächlich 1969 ist, sind so, also die Filme sind ja übrigens auch, ne, also jetzt auf der Detailebene, die sind teilweise in Deutschland, sind die Filme zur TV-Serie gemacht worden. Hier zum Beispiel die Takatuka-Land ist auch dann in Deutschland als Serie, also fernsehgerecht aufgemacht worden. Aber ich glaube, der erste ist tatsächlich von 1969, also späte 60er, frühe 70er war das so die Hochzeit der Filme. Ja, aber das ist ja tatsächlich, ne, und das meintest du, Moritz, das, oder ich meinte das eben auch, das prägt sich eben so ein, diese Bilder. Genauso, ich habe das vor Augen, weil man wirklich dachte, das ist Magie, dass es sowas gibt, diese die an der Decke laufende Pippi mit diesem, die Kleistermasse der Meisterklasse, haha. Und also solche Sachen, ne, was ja auch so großartig umgesetzt wurde, das brennt sich so ein. Und einfach auch die Optik der Pippi Langstrumpf ist auch einfach etwas, was sich so durchsetzt. Also ich habe meinen Kindern erzählt, dass ich heute Abend über Pippi Langstrumpf sprechen werde, und daraufhin meinen sie, sie wollen Pippi-Zöpfe und Sommersprossen haben. Und dann musste ich ihnen halt auch irgendwie zwei Zöpfe machen und ein paar Sommersprossen mit dem Stift ins Gesicht, damit sie Ruhe gegeben haben, weil sie gesagt haben, sie wollen so aussehen wie Pippi. Und ich finde einfach, dass dieses zwei Zöpfe und Sommersprossen, zack, fertig, Karneval kann losgehen, jeder weiß, wer du bist, finde ich schon wirklich einen ziemlich, ziemlich guten Wiedererkennungswert. Ich finde es auch einfach filmerisch, ist es echt immer noch gut. Ne? Also ich persönlich, also mir geht es so, ich habe teilweise schon so bei Filmen, Serien der Vergangenheit so den Zahn der Zeit, den man eben schon anmerkt. Na klar ist das eine andere Zeit, aber die Umsetzung ist super. Also ich habe eben nochmal 10 Minuten geguckt, man ist irgendwie voll drin. Das kann man sich heute noch gut angucken auch. Also es gibt natürlich inzwischen neue Verfilmungen, es gibt Cartoon, Serien und so weiter. Aber ich glaube auch die neuen, also die alten sind immer noch wirklich sehenswert. Ne? Also die Geschichte der Pippi kann man doch. Natürlich sind wir auch, stehen wir natürlich auch für die tollen Hörumsetzungen. Ne? Es gibt da auch da mehrere, Sarah. Kannst du da was zu sagen? Ja, das ist ja immer, das ist eine Entscheidung, vor der wir immer bei den neuen Tonis stehen. Ihr wisst ja alle, der Toni besteht einmal aus der Figur und aber auch aus dem Audio oder aus dem Content. Und das ist super schwer, also sowohl die Figur zu entscheiden. Wir haben uns bei der Figur und alle, die es schon in unserer Ankündigung gesehen haben, für eine sehr klassische Pippi entschieden und wollten natürlich dann passend zu dieser klassischen Pippi auch einen sehr klassischen Inhalt haben. Und das ist immer die Schwierigkeit in dem Fall, aber eigentlich fast gar nicht, weil es gab so viele tolle Versionen. Egal, wofür man sich entschieden hätte, es wäre super gewesen. In dem Fall ist es das Hörbuch, eben gelesen von Josephine Preuß.
die ja auch, was hat sie gewonnen? Ich glaube, ein Bambi, also auch preisgekrönt, hätte aber auch eine andere Inszenierung von Heike Makatsch gegeben, auch eine Lesung. Es hätte eine Hörspielversion gegeben. Daher alles tolle Version. Und wir haben uns jetzt eben für unseren Favoriten entschieden. Ich hoffe, dass den allen draußen dann, die den Toni auf die Toniburg stellen, genauso gut gefällt wie uns. Ja, das hoffe ich auch. Und ich fand, dass übrigens gerade diese, also wie gesagt, wenn man so von den Filmen oder den Serien irgendwie kommt und das auch so ein bisschen in Erinnerung hat, ich habe jetzt bei dem Durchhören dieses Hörbuchs, was ja tatsächlich also über 140 Minuten, glaube ich, dann auch tatsächlich hat. Ne? Es ist ja wirklich... So ein richtiger Jepe-Toni, ne? Ein richtiger Jepe-Toni. Endlich mal wieder ein Jepe-Toni. 147 Jepe-Minuten. Ja. Ja, ich habe jede genossen und ganz oft an dich gedacht. 147 Minuten lang, das ist schön. Das freut mich wirklich sehr. Was ich sagen wollte, ist, dass ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen differenzierteres, vielschichtigeres Bild irgendwie von Pippi bekommen habe. Und ich glaube, da hat auch die Josephine Preuß ihren Anteil dran, die ja so im Vergleich zu dieser filmischen, rotzigen Göre Pippi, die man da so kennt, hat sie ja tatsächlich so ein bisschen braveren Klang, finde ich. Und dadurch achtet man auch, finde ich, ein bisschen mehr auf die Zwischentöne. Das springt sie nämlich gut raus. Und ich weiß nicht, das wird in den Büchern ja auch vorkommen. Ich hatte es nur nicht mehr so präsent, weil diese ikonischen Szenen, wo Pippi die wilden Sachen macht, eben immer so im Vordergrund stehen. Aber es gibt ja auch eben so diese Momente, wo sie also erstens bewusst dieses thematisiert mit ihrer verstorbenen Mama, ne, die ja ein Engel ist und so, die sie sagt. Oder dieses, ne, man kennt oft nur diese, oder es setzt sich durch, dieses ganz selbstbewusste Hoppla, hier komme ich, mäßige. Und es gibt ja auch noch diese feinen Töne, die Astrid Lindgren ja auch noch so angedeihen ließ. Und ich finde, das kommt auch gerade so, für mich kam das im Audio gut rüber. Ja, total, finde ich auch. Und ich war ganz überrascht über die Darstellung von Annika. Also generell, ich glaube, das ist auch wirklich, ich selbst bin natürlich keine Synchronsprecherin, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man auch den Vergleich hat, wie toll verschiedene Charaktere rüberkommen, mit ein und derselben Stimme. Und wie man auch Unterschiede merkt, ohne dass sie sagt, jetzt spricht Annika, hat man es an ihrem Tonfall und der Art zu sprechen, der Geschwindigkeit und so weiter, hat man es ganz oft gemerkt. Und das ist mir da auch nochmal wahnsinnig positiv aufgefallen. Ich finde, das merkt man immer ganz klar bei Leuten, die sowas können und die mit ihrer Stimme eben so ein Zauber machen können, dass man eben denkt, dass es mehrere Figuren sind. Das ist ja dann auch immer der große Unterschied zwischen einem Hörspiel, wo mehrere Sprecher involviert sind, und einem Hörbuch, wo von einem Sprecher verschiedene Charaktere gesprochen werden. Fun Fact an der Seite. Wissen mit Moritz. Bing! Wenn man da jetzt auch wie Jebel das beschrieben hat, dass man da wirklich auch Zwischentöne hört, ich finde, oder ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, man merkt dem Buch dann an der einen oder anderen Stelle auch schon das Alter mal wieder an. Das haben wir immer mal bei unseren Klassikern. Ja. Zum Beispiel Pippi erzählt ja, wie sie sich selber zu Bett bringt. Erst spricht sie sehr höflich mit sich selber. Danach sagt sie so ein bisschen, jetzt gehst du aber ins Bett. Und beim dritten Mal sagt sie dann, du kriegst Prügel, wenn du nicht ins Bett gehst. Also auch irgendwie, das würde man heute vielleicht nicht mehr machen. Und dabei auch nochmal zu beachten, sowohl die Version mit Heike Makatsch als auch jetzt die wir genutzt haben mit Josephine Preuß, ist natürlich eine, die schon überarbeitet wurde. Jeder, der das kennt, das ist ein Werk von, ich glaube, 1944, also auf jeden Fall irgendwann in den 40ern. Das hat noch eine Sprache, die wir so heutzutage nicht mehr vertreten können. Und ich glaube, jeder hat das auch mal mitbekommen, dass bestimmte Worte ersetzt wurden. Und auch bei unserer Version ist es eben dann eine dieser Versionen, wo das dann eben schon bereinigt wurde. Ja, und zwar schon so sogar 2009, also schon vor einigen Jahren. Ne? Und irgendwie habe ich dann auch gelesen, irgendwie 2019, 10 Jahre, vielleicht weil es das 10-jährige Jubiläum war das nochmal ein Thema, und haben irgendwie 75% der Leute noch gesagt, ich würde gerne die Originalversion mit dem N-Wort haben. Also ich muss sagen, ich kapiere das nicht, was soll das? Also, aber okay, ne, ist ein anderes Thema. Auch Astrid Lindgren, muss man sagen, die war ja auch schon durchaus Verfechterin ihres Werkes, ihrer Zeit. Ne? Sie als Autorin hat da auch nicht für gestanden, beziehungsweise wollte das nicht geändert haben. Ja, ne, also ich persönlich muss sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde das gut, dass wir das so
in dieser Version ja. haben. Absolut. Ja, ja, definitiv. Aber jetzt haben wir was ganz anderes. Wir haben ja die Folge sowohl Pippi Langstrumpf als auch starke Frauen. Und ich habe mir ein Spiel für uns alle überlegt. Und zwar finde ich, also starke Frauen werden ja auch gerade in der heutigen Popkultur gerade durch weibliche Rapperinnen verkörpert. Und ich habe mir jetzt garantiert jugendfreie Zitate von bekannten deutschen weiblichen Rapperinnen und von Pippi Langstrumpf herausgesucht. Und ihr müsst jetzt erraten, ob das Zitat, was ich vorlese, das Zitat einer bekannten deutschen Rapperin ist oder von Pippi Langstrumpf. Seid ihr bereit? Rapperin oder Pippi ist die Antwort immer, ne? Genau, ja, okay. genau. Pippi. Ich kenne ja meine Pappenheimer, ich würde euch nicht zutrauen, dass ihr da Namen nennen müsst. Okay, ich fange an. Kostet es Geld zuzusehen und hier glotze ich alle Tage. Wer weiß, für wie viel Geld ich schon geglotzt habe. Hat einen guten Rhyme. Pippi. Aber das ist Rapperin. Nee, ich sag Pippi. Das Pippi hat doch keine Fernsehgene im Blut. Aber vielleicht ist Glotzen was anderes. Ich sag Rapperin. Ihr sagt beide Pippi? Ja, ich sag auch Pippi. Es ist in der Tat Pippi. Und es geht hier nicht ums Fernsehglotzen, sondern um Menschen angucken. Oh. Eintrittszahlen im Zirkus. Ja. Nächstes. Ich bin nicht so eine, doch genauso eine bin ich und war es schon immer. Wenn ich was wollt, dann krieg ich's. Wow. Rapperin. Rapperin. Ich bin jetzt Rapperin. Das klingt nach. Ich sag jetzt einfach immer Rapperin. Ich sag Rapperin. Rapperin. diesmal habt ihr alle recht. Es ist Shirin David. Yeah. Ja. Ist das eine Rapperin? Oh Mann, Jeppe. Das ist nicht deine Generation, Jeppe. Das ist nicht deine Generation. Shirin David ist eine deutsche Künstlerin. Sängerin, okay. Hat eine klassische Opernausbildung, kann aber auch sehr, sehr gut rappen und tut es auch. Also Sarah und Jeppe jeweils zwei und Sven nur eins. Next. Ja, ich lasse mein altes Leben hinter mir, denn ich habe nichts zu verlieren. Auch Rapperin. Das hört sich mich sag an, ich. Würde ich auch sagen. Ja, ich wüsste nicht, auf was Pippi das bezogen hätte. Deswegen sage ich, also aus dem Kontext würde ich jetzt sagen Rapperin. Pippi hat doch säckeweise Gold. Genau. Ich hätte auch, Leben? Es klingt für mich nach. Ja, es ist auch eine Rapperin. Es ist auch, es ist Hayati, heißt die gute Dame. Es ist anscheinend zu einfach. Ich muss da noch mal weitermachen. Ich lüge so, dass meine Zunge schwarz wird. Hörst du das nicht? Du musst doch merken, dass das alles gelogen ist. Naja, der Sven sagt immer Rapperin. Ah, das ist auf jeden Fall Pippi. Ja? Sag ich. Ich sag P wie Pippi. Ich frag mich, wie lange Moritz vor Deutschrap saß, um genau diese Stellen rauszusuchen, die jugendfrei sind, weil was ich so von den Künstlerinnen kenne, ist oft auch nicht so jugendfrei. Also es muss lange gedauert haben, um genau diese Stellen. Also die Metapher ist da, ich wäre jetzt bei Rap, das, meine Zunge ist so schwarz, ich bin voller Hass. Aber voller Hass? Lies das Zitat bitte nochmal vor. Nee, das habe ich jetzt dazu. Ja, soll ich es nochmal vorlesen? Ja, bitte. Ich lüge so, dass meine Zunge schwarz wird. Hörst du das nicht? Du musst doch merken, dass das alles gelogen ist. Doch. Ganz es ist klar, Pippi. Es ist Pippi, da erzählt sie doch irgendwie so ein. So, und jetzt aber Jeppe erstmal noch. Aber nee, ich hab mich festgelegt. Ich könnte jetzt auch zurückrudern, feige, aber. Rapper. So sind wir Rapperinnen nicht. Finde ich sehr gut, dass du beim Standpunkt beharrst. Es ist nämlich Pippi. Ja. Und Sarah, welche Stelle? Sarah hatte schon geahnt, was das ist. Ja, erzählt sie nicht in der Schule irgendwie eine ganz absurde Geschichte und das Kind glaubt's dann und da sagt sie, sie hat dann ganz lang noch den Standpunkt vertreten und ganz am Ende sagt sie, nein, das war doch Quatsch, natürlich ist es alles gelogen. Irgendwie so eine Szene. Das hätte so ich auch, das wirkt so pipi-mäßig. Ich finde nur diese, meine Zunge ist schwarz. So ja, deswegen habe ich es gewählt, in der Hoffnung, dass ich jemand von euch foppen kann. Und das Letzte ist, eine Krone ist nicht etwas, was du bekommst, es ist etwas, was du dir nimmst. Rapperin. Da bin ich mir sicher. Das klingt nach Katja Krasewitze oder sowas. Pippi. Ich behauptete eben, ich sage immer Rap, aber ich sage jetzt wieder Pippi. Ich sage Pippi. Ich würde ganz klar sagen Rapperin, weil meine Begründung wäre, Pippi hat, das macht doch den Charme aus, das immer mit so einer Leichtigkeit, also das alles
Sie, in ihrem Kopf kommt gar nicht vor, dass es anders laufen könnte. Die Dinge werden einfach irgendwie gut. Und dieses so, hey, du musst es dir nehmen. Keiner gibt dir was. Das ist für mich Rap. Aber du könntest es auch einfach anders betonen und sagen. Eine Krone ist nicht etwas, was du bekommst. Es ist etwas, was du nimmst. Und was und ist jetzt? Das klingt nach Huibu irgendwie. Das klingt nach Moritz. Das klingt nach Moritz, unserem PO-Website. Klingt das. Ich konnte euch nur partiell hinters Licht führen. Es ist eine Rapperin. Es ist unique, heißt die gute Dame. Da bin ich aber wirklich schlecht. Da bin ich auf, ich weiß nicht, wer hat am meisten geraten? Ich habe auf jeden Fall verloren. Ich glaube, Sarah. Das. Ja gut, aber das ist auch ein Generationending. Also so, wo ich war, nein. Ach, jetzt, ich wollte dich total in Schutz nehmen und jetzt habt ihr es versaut. Ich wollte sagen, ich bin natürlich mit Pippi aufgewachsen in den 90ern mit noch den Filmen und der Trickserie und dem Buch, aber bin natürlich auch ein bisschen näher noch so am klassischen Deutschrap dran. Ich bin der Einzige, der alive and kicking war bei der Sugar Hill Gang. Also erzähl mir nichts von Rappern. Sorry. Oh, ja, okay. Wollen wir jetzt hier ein Battle anfangen oder was? Also ich bin bei Tic-Tac-Toe ausgestiegen. Sind die noch aktuell? Aber hat denn jeder von euch ein Lieblings-Pipi-Zitat? Ich habe kein richtiges Zitat, aber ich habe so eine Lieblingsszene. Kennt ihr die, als die Polizei Pipi abholen möchte, um sie ins Kinderheim zu bringen? Und sie sagten irgendwas sinngemäß, ja, wir suchen dir einen Platz im Kinderheim. Und sie sagt, naja, aber bin ich doch schon, ich bin ein Kind, das hier ist mein Heim und ich habe genug Platz. Das lieb ich sehr. Das erste Mal, als Pippi wirklich die Schatzkiste mit dem ganzen Gold erholt, weil es da ja auch immer war, dass sie davon erzählt hat, dass sie eine Schatzkiste voller Gold hatten, als die beiden Kinder das erste Mal sehen, da fallen ihnen auch quasi die Augen aus dem Kopf, weil sie es nicht glauben können, dass das wirklich wahr ist. Ja, man grübelt ja selber ganz oft, finde ich, mit, was denn jetzt gelogen oder geschwindelt ist oder erfunden ist und was die Wahrheit ist. In ganz vielen Szenen, wo sich dann erst viel, viel später aufklärt, war es denn jetzt erfunden oder war sie wirklich schon in Lissabon und woher weiß sie? Also das finde ich immer so spannend, dass man so selber... Sag mal, ich muss einmal noch mal doch Fragen zu Tommy und Annika, ne? Findet ihr die auch so saulangweilig? Ich glaube, die sollen so sein. Ich meine, dann kommt ja auch dieser Vergleich einfach auch nochmal Dollar raus, ne? Wenn man dann die beiden als Kontrapart zu Pippi hat, dann also größer könnten die Unterschiede ja kaum sein. Ja. Ich glaube, es ist so, wie du sagst, Sarah, oder? Sie nehmen eine Funktion ein im Narrativ. Ja, ich glaube auch. Ja, total. Also in jeder Szene, die sie zusammen haben, merkt man das ja immer wieder, dass Pippi irgendwas vorschlägt und Annika sagt, ah, das sollten wir lieber nicht machen. Und jede Szene, die vermeintlich gefährlich wird, da ist Pippi noch ganz entspannt. Ach, dann bleibe ich halt hier für immer drin und ist doch gar nicht schlimm, kommt doch rein. Und Annika sagt, nee, das mache ich lieber nicht und geht lieber nochmal 3 Schritte zurück. Und ich meine, auch ohne Annika würde Pippi doch total herausstechen. Und ich meine, nicht jedes Kind kann Pferde hochheben und lebt dann alleine in der Villa. Aber das macht es natürlich nochmal irgendwie schöner und auch die Interaktion untereinander, weil man hat, Jeppe, ich glaube, du hast es eben erzählt, dass Pippi schon so ganz kleine Momente hat, wo sie schon gerne in Anführungsstrichen braver wäre oder sich lieber anpassen würde. Aber es sind wirklich so ganz kurze. Und bei Annika und auch Tommy merkt, man finde ich öfter, dass sie viel lieber so werden wie Pippi und dass sie immer gerne darüber spielen gehen oder es kaum erwarten können. Und das finde ich, kommt schon raus, dass sie viel mehr danach streben, so zu sein wie Pippi, als Pippi andersrum wie die beiden zu werden. Ich glaube ja sogar irgendwie eigentlich durch Annika und Tommy erleben wir dieses Phänomen Pippi, ne? So ist es, glaube ich, auch diese Urgewalt. Also so ein, die zwei sind die Kinder, mit denen man absolut andocken kann. Die führen irgendwie ein Leben, was irgendwie wahrscheinlich viele erstmal auch so kennen. Und dann kann man auch noch irgendwie junge Mädchen. Und man ist ein als Zuhörer oder Leser, ist man halt einer von diesen Kindern, die mit strahlenden Augen jetzt überlegt, was macht sie jetzt als nächstes? Manometer, ne? Das voll konstruiert. Aber ich aber auch die Interaktion von Pippi und jeglichen Erwachsenen immer ganz toll finde, weil man da, finde ich, nochmal viel mehr dieses,
die wirklich die pure Rationalität eines Erwachsenen mit diesem freigeistigen, hippiesken Wesen von Pippi, dieser Kulturen-Clash, finde ich immer ganz, ganz toll, weil sie die Erwachsenen ja auch einfach da stehen lässt und total verdattert und ihre Wege geht. Ja, aber findet ihr zum Beispiel Pippi frech? Weil ich finde, sie wird ganz oft als frech beschrieben und ich empfinde das gar nicht so, weil sie so in ihrer eigenen, also sie hat ja gar nicht, oder ich habe nicht das Gefühl, dass sie frech sein möchte oder dass sie irgendwas machen möchte, um jemanden zu ärgern, sondern es ist einfach ihre Art, die Realität wahrzunehmen. Mhm. Oder seht ihr das anders? Nee. Das ist mir oft aufgefallen, dass viele sagen, ja, das freche Mädchen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie absichtlich versucht, irgendwas zu machen, was andere doof finden, sondern sie will halt nicht ins Kinderheim und auch ihre Schule fand sie jetzt irgendwie auch doof, aber sie hat ja nicht, will ja nicht irgendwie, will nicht frech sein, habe ich das Gefühl. Man könnte fast so weit gehen, oder ich tue es jetzt zumindest gerade, dass so ein bisschen gegen das Motto der heutigen Sendung, sie eigentlich auch gar keine Heldin ist, ne? Also sie ist, also sie empfindet sich, wie heroisch empfindet sie sich ja nicht, sondern genau sie ist halt, wie sie ist. Sie ist eher so eine Art, ja, Anti-Held, also Anti-Held ist auch Quatsch, ne? Aber so ein, dieses Nicht-Miss, also das, der missfithafte Anteil an Pippi ist da das, was auch Annika und die Erwachsenen so immer so verdattert. Hä? Was hat die denn da gemacht? Ne? Da sagt ja keiner, wow, der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau hat wieder 50 Menschenleben gerettet, sondern sie ist halt einfach so, macht halt ihr wie es ihr gefällt Ding. Und das macht sie so besonders. Ne? Und genau dafür braucht es dann aber auch eine Annika und einen Tommy, um das abzugrenzen. Ne? Weil so macht es ja halt jeder. Aber Pippi macht's, nur Pippi macht's wie Pippi. Oder seid oder so. Ja, ich habe jetzt gerade in diverse weit aufgerissene Augen geblickt, als ich gesagt habe, sie sei keine Heldin. Ja, ich würde wiederum sagen, tatsächlich sie, also ich finde absolut, ich weiß, was du meinst. Ich würde nur tatsächlich sagen, sie ist der Urtyp der Heldin, wenn man es so definiert. Aber so, ich finde diesen unglaublichen Charme, den das vermutlich, also mindestens auf mich hat und ich denke auch auf Kinder, ist eben dieses, was ich eben schon meinte, dass alles einfach so leicht ist. Also so fast schon bevor diese Superheroes, nee, doch, da waren sie auch schon, aber tauchten da gar nicht auf. Aber es hat sowas larger than life mäßiges, dass es sind alles keine Probleme und das macht das so angenehm irgendwie, sie, nicht, dass sie irgendwie Probleme löst, sondern in ihrer Welt, sie sieht die gar nicht. Also die Polizei, hey, spielt man fangen, ist doch lustig. Also so, ne? Ja, genau. Und eben dann in dem Sinne, wie du sagst, auch gar nicht frech oder so, sondern einfach so, dann ist das eben so. Und am Ende werden die rausgeschmissen und kriegen noch irgendwie ein Gebäck irgendwie ganz freundlich, ohne Sarkasmus, weil sie die jetzt vorgeführt hat oder so, sondern einfach ihre Welt ist der, wir waren letztes Mal auch beim Ponyhof, ist irgendwie die große Spielfläche. Es gibt keine Schwierigkeiten, die sich nicht überwinden lassen. Und das ist ja auch die tolle Botschaft irgendwie. Ja, es ist genau eine gute Mischung. Ne? Sie sieht sich selber nicht als Heldin und tut nichts Heldenhaftes auf der einen Seite, aber das macht sie irgendwie zum Idol und zur Heldin für ganz, ganz viele. Ne? Also ich meine, das könnte jeder von uns mal gebrauchen, das Leben doch noch mal ein bisschen lockerer zu sehen und so ein bisschen entspannter. Ja, wenn ich ein Pferd hochheben könnte, dann würde ich auch alles sehr viel lockerer sehen. Weil du ja so mit so vielen Pferden konfrontiert bist, dass du oft Pferde wegheben müsstest. Darf ich euch noch einen Einspieler vorspielen? Sehr gerne. Ja, immer. Wir haben über Rapperinnen gesprochen, wir haben über weibliche Role Models gesprochen und unser lieber Florian, der ständig auf der Suche ist nach neuen Eindrücken und neuen Geschichten, die uns ein bisschen bereichern können, hat uns wieder was mitgebracht und diesmal geht's, glaube ich, wieder um die Musikproduktion und eben auch die Rolle der Frauen jetzt nicht quasi auf der Bühne oder am Mic, sondern eben auch dahinter. Und vielleicht spielen wir den mal ab. Aus Sprache und Musik. In der Geschichte der technologischen Entwicklungen sind es oft Männer, deren Namen an bestimmte Erfindungen oder Innovationen gekoppelt sind. Dieses Bild ist aber in vielen Fällen schlichtweg falsch. Über die letzten Jahrhunderte sind Frauen systematisch aus dem Rampenlicht verdrängt worden. Und das betrifft nur diejenigen, die bereits immens hohe Hürden genommen haben, um ihrer Bestimmung, Leidenschaft oder ganz einfach ihrem Interesse zu folgen. Die Entdeckung der DNA beispielsweise. Waren das zwei Männer?
Nein, die wahre Entdeckerin Rosalind Franklin wurde einfach nur in den Fußnoten versteckt. Oder die Kernphysikerin Lise Meitner, die aufgrund ihrer Emigration aus Nazi-Deutschland die Entdeckung der Kernspaltung nur, in Anführungszeichen, vorbereiten konnte. Eine von ihnen, die Mathematikerin Ada Lovelace, hat ca. 100 Jahre vor der Entwicklung des ersten Computers bereits wesentliche Prinzipien der Programmierungen durchdacht und zu Papier gebracht. Den Ruhm für diese Überlegungen erntete lange der männliche Kollege, für den Ada Lovelace eine Übersetzung angefertigt hatte. Darunter fügte sie ihre eigenen Überlegungen an. Sie schrieb über die Potenziale der generischen Rechenmaschinen, was aus heutiger Perspektive so viel wie Computer bedeutet. Und darüber, wie sich die Computer zur Komposition von Musik eignen könnten. Eine wahre Pionierin der elektronischen Musik also. Übrigens, die Programmierung eines der ersten Computer in den 1940er Jahren ist auch erst durch eine Frau ermöglicht worden. Grace Hopper, die als Informatikerin für das amerikanische Militär gearbeitet hat. Es sind mittlerweile einige Urheberinnen bekannt, die als Erfinderinnen von Monopoly, der Papiertüte oder als Mikrobiologin von Männern in den Schatten gestoßen wurden. Die Dunkelziffer darf aber wohl noch viel höher eingeschätzt werden. Denn in vielen Bereichen herrscht leider noch immer die Vorstellung von Männern als der Norm und Frauen als Ausnahme. Ein besonders erschreckendes Beispiel ist die Musik- bzw. Soundindustrie. Dort machen Frauen in der Produktion, das heißt bei Tätigkeiten wie Sounddesign, Tonaufnahme und Mischung, Instrumentenentwicklung etc. gerade einmal einen Anteil von 5% aus. 5%, das ist weniger als der Frauenanteil unter den Brummifahrenden oder die Frauenquote auf der Baustelle. Tatsachen wie Gender Pay Gap, stereotype Geschlechterrollen in der Erziehung von Kindern oder schlicht das Fehlen von Vorbildern für junge Frauen führen zu solch einer männlichen Dominanz in den Quoten. Was den Soundbereich angeht, ist in puncto Vorbilder das 2020 veröffentlichte Buch Women in Audio sehr zu empfehlen. Leslie Gaston Bird, selbst Toningenieurin, stellt darin viele interessante Persönlichkeiten aus allen Bereichen der Ohrenarbeit vor. Es ist noch ein langer Weg, aber zum Glück nimmt die Sensibilität für dieses Thema langsam zu. Findet ihr auch, dass sich hier ein Kreis schließt? Wir hatten, glaube ich, vor ein, zwei Folgen mal über Berufe im Hörspiel gesprochen. Und da ja schon festgestellt, dass das natürlich auch prägend ist, wie man Berufe wahrnimmt und wie man Berufe mit bestimmten Geschlechterrollen verknüpft. Und ich finde, jetzt schließt sich der Kreis mit unserem heutigen Thema mit den Heldinnen, dass eben einfach Literatur und auch Hörspiel, Filme so wahnsinnig viel dazu beitragen, wie schon Kinder Geschlechterrollen wahrnehmen, egal in welchem Zusammenhang. Und anscheinend ja auch, also ich fand es gerade wahnsinnig interessant, aber auch total erschreckend, anscheinend auch in der Musikindustrie. Mhm. Ist ja so ein bisschen, naja, fast an beiden Enden wieder, also ich habe noch so im Ohr, wie es heißt, es ist ein langer Weg. Es ist ja so ein bisschen an beiden Enden muss ja irgendwie angefasst werden. Ne? Einerseits müssen irgendwie, weiß ich nicht, müssen die danach kommen, die lieben Kleinen müssen offensichtlich möglichst breit gefächert irgendwie informiert, aufgeklärt und mit Geschichten und Leitbildern irgendwie bereichert werden. Und am anderen Ende, das, wo es ja irgendwie auch darum geht, ist, einfach müssen einfach in gewissen Entscheidungsgremien müssen einfach auch die richtigen Leute oder Diversitäten irgendwie entstehen. Sonst bringen irgendwie all die Schritte vorher irgendwie auch nichts, wenn am Ende dann doch irgendwie immer ein 60-jähriger Mann irgendwo entscheidet, ob irgendwas kommt oder nicht kommt, dann ne, so, also so die durchzieht irgendwie alle Gesellschaftsteile vermutlich. Ja, da sind wir wieder bei den Vorbildern. Ne? Damit hatten wir sozusagen die Pipi abgeschossen und da sieht man, da zieht sich's weiter. Es braucht Vorbilder, um das zu reproduzieren. Hm. Ich meine zum Beispiel in meiner Kindheit gab es jetzt nicht ganz so viele, also oder ich erinnere mich nicht, vielleicht hat man auch die falsche Literatur für mich ausgesucht. Du hast eben deinen Vater gegrüßt, hallo Mama. Nein, Gott. Nee, aber ich erinnere mich tatsächlich nicht an so viele HeldInnen,
die jetzt in meiner Kindheit, bis auf Pippi, das war auf jeden Fall eine, ich würde jetzt Bibi Blocksberg irgendwie noch dazu zählen, aber ansonsten war das schon ein bisschen jungslastig, gerade was so Abenteuer angeht. Also es gab viele Mädchen, die Ballett getanzt haben in Geschichten und gemalt haben und dann waren sie mal am Bauernhof, aber so richtige Abenteuer à la Tom Sawyer, das haben halt immer die Jungs erlebt. Das finde ich, also das sehe ich anders, weil ich finde, es gibt durchaus auch Mädchen, die so abenteuerlustig sind. Wenn ich irgendwie an Ronja Räubertochter mich erinnere, dann ist das auf jeden Fall irgendwas, was mich als Junge auch total gecatcht hat, die Geschichten. Und auch gerade, was auch Sachen aus Astrid Lindgrens Feder angeht, zum Beispiel Lotta. Ich weiß nicht, ob einer von euch die Geschichten von Lotta kennt. Das ist wirklich ein rotzfreches Mädchen, was allen auf der Nase herumtanzt und dann einfach auch mal mit 4 Jahren von zu Hause auszieht. Das machen meine auch ständig. Du hast doch Jungs. Das scheint sich über die Geschlechter hinwegzuziehen. Ich glaube, das müssen wir schon. Also es gibt auf jeden Fall Beispiele. Aber klar ist das die Ausnahme gewesen. Ne? Also ich habe tatsächlich einen, kennt jemand noch die Rote Zora? Sagt das einem jemand? Ja, das? Natürlich. Das war auch wirklich so ein unfassbarer Fernsehmoment. Und die Rote Zora war die Bandenchefin. Also in der Geschichte, ist am Ende auch eine schöne Abenteuergeschichte, aber auch ein bisschen tougher alles. Und die ist die Chefin von der Bande gewesen. Ne? Aber dennoch gibt es natürlich, fallen einem dann pro einer Heldin locker immer auch 10 Heldinnen ein. Das ist doch einfach so, ne? Genau. Es stach halt raus, ne? Also das merken wir. Ich habe was Interessantes gelesen, was mir nicht so klar war. Also mir war schon klar, dass man die Zeit beachten muss. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich so, dass irgendwie zu Astrid Lindgrens Zeiten, was hatten wir eben, was war es, 48 oder so, also jedenfalls 40er Jahre. Ja. Dass das wirklich eine mehr oder weniger eine Ausnahmestellung war, dass da ein so selbstbewusstes, selbstbestimmtes Mädchen irgendwie da war. Während aber, was du gerade sagst, Sven, Rote Zora und auch Ronja Räubertochter, die bei uns ja auch so in den 69, 70er Jahren auftauchten, dass es tatsächlich natürlich im Zuge der 68er Bewegung ja auch eine emanzipatorische Bewegung gab und viele von diesen auch für Jungs wie Mädchen gleichermaßen irgendwie attraktiven, also ansprechenden, tollen Frauenfiguren aus dieser Zeit kommen und es erst später wieder zu so einer, aus gewissen Gründen zu einer Aufgliederung, zu so einem blaue Sachen sind für Jungs, daneben gibt's was Rosanes für Mädchen, dass es eigentlich später wieder reinkam. Wobei, nur so kleine Info am Rande, die Rote Zora basiert auf einer Romanverlagerung, die stammt aus dem Jahr 1941, also die ist sogar noch ein bisschen älter als die Pippi. Und das finde ich dann umso krasser auch, ne? Also, dass die, weil das wirklich, wie gesagt, so für mich, das ist eben sowas von Geschlechter, sagen wir mal, Geschlechterrollen überwinden, wie die Rote Zora da einfach diese Gang da leitet. Nur am Rande, ne? Das ist. Ich muss auch noch einen kleinen Nachtrag machen und die Ronja Räubertochter ist natürlich auch von Astrid Lindgren. Ich wollte es nicht sagen. Ja, ich wollte eben schon sagen, Jungs, wenn wir mal Astrid Lindgren ausklammern und Lotta und Ronja und Pippi, dann wird's halt schon eng. Ne? Ich will gar nicht sagen, um Gottes Willen, denn dass es gar keine gab. Es gab sicherlich welche verteilt, aber eben die Gewichtung macht es da halt aus. Was ich meinte, ist, wann die es ins Mainstream-Fernsehen oder Kino oder eben großverlegt geschafft haben, das waren dann wiederum die 70er, in denen das irgendwie aufgekommen ist. Ja, Rote Zora Fernsehserie ist dann eben aus den späten 70ern und auch nochmal in den 2000 nochmal aufgegriffen worden. Ja, Bibi ist auf jeden Fall natürlich auch eine totale Heldin, gar keine Frage, ne? Also, ja, und für mich ist Barbara ja, ist doch auch eine unglaublich starke Frauenfigur. Reden wir über Pippi oder Bibi? Das habe ich jetzt. Nee, Bibi. So viele B und I's und P's. So, das ist die fränkische Version von die Bibi Langstrumpf, ne? Bibi. Nein, Bibi Blocksberg natürlich. Ja, absolut. Und wir hatten doch auch schon mal die Heidi, die ja jetzt, weiß ich jetzt gerade wieder nicht, die ist ja noch mal älter, ne? Also es gab, glaube ich, es gibt sie irgendwie immer, die Einzelnen.
Beispiele nur irgendwie in der Masse, glaube ich nicht. Jetzt, ich hatte mir zum Beispiel auch notiert, weil es dann aber so aus der Diskussion, die wir jetzt gerade haben, weiß ich gar nicht so sehr, ob das dann wirklich noch zählt. Hermine Granger. Natürlich ja, zählt das ja, immer. Natürlich, also das ist wirklich, ich finde, ich war immer, also von den dreien, war ohne Hermine hätten die nichts hingekriegt. So, ne? Und trotzdem heißt der Roman Harry Potter und nicht Hermine Granger. Ne? Ich meine, am Ende, der ne, The Boy Who Lived ist halt der Harry und nicht die Hermine. Also ich relativiere das auch ein Stück weit. Aber das sind zumindest auch mal echte Helden, ne? Die drei. Ne? Endkampf gegen Bossgegner und so weiter. Das ist ja so, wie eine Heldengeschichte gestrickt wird. Aber eben auch mit einer ganz wirklich, wie ich finde, sehr gelungenen, tollen, differenzierten Charakterzeichen. Und da sind ja auch auf Hogwarts sind auch durchaus einige starke Frauen und Mädchen unterwegs, bei den Lehrerinnen, aber auch bei den Schülern und Schülerinnen. Achtung, steile These. Mir ist gerade nur, als du das erzählt hast und als du den Vergleich gebracht hast mit Hermine, ist eigentlich so die starke Person und trotzdem heißt das Buch Harry Potter, ist mir ein Vergleich aufgefallen und ich wage es kaum zu sagen, aber bei der Eiskönigin, das sind zwar zwei Mädels, ja, ihr lacht, ich weiß, Disney, haha, aber das sind zwei Mädels, du hast einmal die Königin, die dann ihr Glitzerkleid und sie singt schön und sie kann irgendwie zaubern, aber der viel stärkere Charakter und die eigentlich die Abenteuer erlebt und sich auf die Reise macht, um ihre Schwester zu retten, ist eigentlich die Anna. So, und die eine verzieht sich irgendwie in die Berge und will alleine sein und die wirklich die Abenteuer erlebt und so stark ist und das alles alleine schafft und dann ne, auch ohne Sven und Christoph, ohne ihre ganzen Freunde es irgendwie durchzieht, ist Anna und trotzdem heißt der Film Die Eiskönigin. Also ich finde auch gerade Disney hat sich in den letzten Jahren, um Gottes Willen, ne, also jeder, der die ersten Disney-Filme kennt, Schneewittchen, Dornröschen und Co., weiß, dass es gespickt mit Klischees ist, aber entwickelt sich auch. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das der erste Punkt war, wo sich es entwickelt, aber mit Rapunzel, das schon einen sehr starken Charakter, einen sehr starken weiblichen Charakter zeigt. Dann war Jana, wo es dann wirklich auch nochmal so super in die Richtung geht, wo aber Maui trotzdem nochmal so ein bisschen am Ende nochmal so ein bisschen unter die Arme greift. Aber dann spätestens mit Raya, ein ganz, ganz neuer Film, ich weiß nicht, ob wir ihn schon hier bei euch alle gesehen haben, aber so einen ganz klaren, weiblich starken Charakter gezeigt hat. Und ich war jetzt am Wochenende im Disneyland. Um es in Moritz' Worten zu sagen. Und ich war super happy und super stolz. Diese ganzen kleinen Mädels liefen in den Kleidchen rum, wie immer. Und ich habe aber ganz, ganz oft Mädels in diesen coolen Pumphosen von Raya gesehen mit den Hüten auf und dachte, cool, dass das was ist, womit sich die Kinder und die Mädels identifizieren können. Weil dieses, man braucht nichts und man schlägt sich, also so ein Mädel schlägt sich alleine irgendwie da durchs Land. Obwohl ich bei den Eiskönigin noch mal kurz einhaken möchte, weil das der Tochter-Daddy. Nee, weil das ist, glaube ich, auch einfach einem Übersetzungsfehler geschuldet. Also der Film heißt im Original Frozen, was ja jetzt irgendwie auf die Gesamtsituation hinweist und nicht eine Figur in den Vordergrund stellt. Und bei uns ist das ganz klar aufgeteilt. Bei uns wird Anna Elsa gespielt. Und da ist ein Kind Anna und ein Kind ist Elsa. Aber es ist halt nicht so, dass irgendwie eins besser oder schlechter oder mehr im Mittelpunkt ist. Das finde ich halt irgendwie so schön, dass ich das bei den Kindern doch so übertragen kann. Ja, das stimmt. Aber wenn man sich so die Merch-Keule anguckt, dann ist das schon sehr klare Tendenz. Ne? Ja. Also das meine ich einfach. Und da macht Raya halt einfach eine neue Welt auf. Da geht's wirklich um dieses eine Mädel, das schon durch den Film hinweg, durch die Story hinweg irgendwie auf ihre eigene Stärke vertraut. Ich habe den tatsächlich, ich habe den schon gesehen. Und danke, ich finde, danke, ja. Und ich finde gerade bei Raya eigentlich das Tolle, dass eben nicht nur diese eine Figur gezeigt wird, sondern ich finde, es werden irgendwie, ich weiß es nicht mal ganz so genau, weil ich nicht so hardcore bin wie du, aber verschiedene weibliche, starke Typen gezeigt. Haben deine Jungs diesen Film jetzt irgendwie anders vermeintlich wahrgenommen, weil das ein Mädchen war? Oder ist die Geschichte da genauso gut angekommen, als wenn das ein Junge wäre? Ich behaupte mal ja, oder? Jeppe, wie alt waren deine Kinder nochmal? Damit wir es einordnen können, ne, wenn du jetzt sagst, wie sie es fanden. 24 und 26.
Eigentlich ist an Zeit vergangen. Kinder, ja. Wie die Zeit rennt. Nee, ja. Absolut Kinder, wie die Zeit rennt. Die sind 6 und 8 natürlich. Ich sag's immer wieder gerne für Leute, die uns zum ersten Mal hören sollten. Naja, aber wissen wir auch immer, wie die Zeit vergeht. Am Alter deiner Kinder sehen wir, wie lange wir hier schon zusammen Podcast machen. Ich finde das schön. Aber ist das denn... Ja, und wenn wir noch lange reden, haben die gleich wieder Geburtstag. Aber sag mal, ich möchte das jetzt wissen. Mich interessiert das wirklich. Ist das... Ja. Haben deine Eltern, wollte ich jetzt schon sagen, haben deine Kinder da... Alles steht Kopf. Ja. Gesehen? Konnten sie total folgen. Ja. Genau. Super. Und wenn jetzt irgendwie für die Jungs nicht schon direkt ersichtbar ist, dass der ganze Bildschirm ist rosa, das finde ich auch an, gerade jetzt, um noch den Bogen zu spannen, an dieser Pipi-Sache dann eigentlich auch schon so fast wieder fortschrittlich, dass es gar nicht irgendwie versucht, neue Kategorien aufzumachen, sondern eigentlich keine hat so richtig. Also es ist so, spielt eigentlich vollkommen keine Rolle, jetzt auch so. Ja. Ob Pipi ist jetzt ein Mädchen, aber es ist jetzt gar nicht, es geht gar nicht darum, irgendwie, ob jetzt irgendwie Mädchen die besseren, die stärkeren oder so sind oder Jungs. Es ist einfach nur. Und das zeigt ja, dass es, da könnte man ja fast schon sagen, dass es voll ärgerlich ist, dass das dann doch immer wieder so bedient wird, ne? Gender Marketing und so. Ich meine, wir wollen es jetzt hier nicht zu sehr verkopfen, aber. Das wird ja auch durchaus bewusst so eingesetzt. Und wir sehen jetzt mal ein paar wirklich herausragende Ausnahmen, sowas wie den Overtime-Klassiker Pipi oder eben solche wahnsinnig tollen Filme wie Alles steht Kopf, wo das so völlig, also wo man fast drauf achten muss. Ja, ich wollte euch vielleicht nochmal hier was mitbringen, weil wir hatten es jetzt eben viel von den leuchtenden Beispielen, aber das ist eben, wie Sven sagt, ne, dass es manchmal in der Breite eben doch einfach sich noch nicht richtig Bahn bricht. Und hier, es gibt einen SZ-Artikel, also aus der Süddeutschen, den wir auch nochmal in den Shownotes verlinken können, den finde ich wirklich ganz interessant, weil das so eine aufgrund von Verschlagwortungen von 50.000 aktuellen, eben nicht klassischen, sondern wirklich auch irgendwie aktuellen Kinder- und Jugendbuchtiteln und über deren Verschlagwortung wird versucht, mal so eine quantitative Analyse zu fahren. Welche Themen tauchen für welche männlichen, weiblichen Rollen auf? Wie sind die Themen verknüpft? Da gibt's auch schöne Geschichten für Mädchen. Aber wenn man sich diese Kurven ansieht, ist das um den Faktor 4 mehr, dass das mit männlichen Protagonisten konnotiert wird. Also irgendwie hier sind von den ganzen, weiß ich nicht, 50.000 Werken sind jetzt irgendwie 3.450 männliche Protagonisten. Während das weibliche nur 1.300 sind. Okay, das ist um den Faktor 3. Da habe ich jetzt aber mal ganz, ganz schlecht überschlagen. Zum Faktor, aber du hast es gut vorgelesen. Tendenz, glaube ich, klar. Ja, dem guten Zweck geschuldet. Aber ich meine, dieser Artikel ist wirklich sehr spannend. Den kann ich auch echt empfehlen. Den sollten wir auf jeden Fall verlinken. Die haben da auch so eine, das ist so schon auch gut analysiert, zum Beispiel dieses Netzwerkbild, ne, wo klar wird, dass die Geschichten, die mit männlichen Protagonisten, also die Jugend- und Kindergeschichten mit männlichen Protagonisten einfach viel komplexer sind. Da passiert einfach mehr. Vielfältiger. Gar nicht so sehr im Sinne der gesellschaftlichen Debatte, die wir führen, sondern die sind einfach, da passieren einfach mehr verschiedene Sachen. Und bei den Mädchen, also jetzt gehe ich komplett auf die Klischee-Call, aber es kommt leider so ein bisschen raus, immer Freundschaft ist ein tolles Thema, aber Pferde ist auch grundsätzlich ein schönes Thema. Und also das ist wirklich deutlich weniger vernetzt einfach. Es ist schon. Lustigerweise habt ihr beide gesagt, für Mädchen. Ist euch das aufgefallen? Ich muss die ganze Zeit grinsen, weil ihr beide gesagt habt, Geschichten für Mädchen. Und das ist ja im Grunde das, wo Jeppe ja vorher schon gesagt hat, gewonnen hast du, wie deine Jungs, Jeppe, denen völlig egal ist, ob das jetzt Mädchen, Junge, also es gibt nur Geschichten, es gibt ja keine Geschichten aber Sarah, für Mädchen das, oder das für Ding Jungs. Ist, das haben wir, also ich habe das zumindest jetzt deshalb gesagt, der Jeppe auch, weil das ja Bestandteil dieses Artikels ist, dass es genauso hervorgehoben wird, dass es eben vermarktet wird als Mädchengeschichte und dann diejenigen Geschichten, die als Mädchengeschichte vermarktet wurden, eben genau diese Netzwerkanalyse zeigen. Da, die thematische Vielfalt ist da, wo für Mädchen draufsteht, niedriger als da, wo für Jungs draufsteht. Ne? Das ist halt. Das finde ich wirklich hart. Das,
war nämlich mir tatsächlich auch neu, dass am Ende, ne, wo wir gerade da waren, dass das in den 70ern eigentlich schon mal anders war, dass jetzt auch ausgerechnet, Sven, unsere Zunft, du altes Marketier-Urgestein, unsere Zunft mit diesem Zielgruppenansatz, genderspezifisch, Gender-Marketing, ganz genau Leute adressieren, auch eben digital genau die rausfiltern, das zeige ich jetzt nur, weiß ich nicht, Kinder, nur Mädchen, nur Jungs, nur Eltern mit XY und so, dass das ausgerechnet wieder zu so einer Schubladisierung da irgendwie geführt hat, finde ich nochmal extra bitter. Also, dass das gar nicht irgendwie ein gesellschaftlicher Wunsch oder irgendwie eine Abbildung des Zeitgeistes ist, sondern ein Stück weit halt jetzt auch irgendwie gesteuert. Ja, das ist, ja, da könnte man jetzt auch ein großes Fass aufmachen. Ne? Das ist, am Ende zählt jetzt hier, ne? Aber wir haben gerade, während wir diesen Podcast aufnehmen, ist gerade die EM vorbei. Was zählt, ist am Ende die Geschichte, ne? Und das ist, das zeigen dann eben die Leute, die sich eben dafür nur am Rande vielleicht interessieren. Ich bin mir sicher, auch bei Disney und bei Pixar und die sau coolen Geschichten geschrieben haben, wird natürlich auch, wird sowas auch eine Rolle spielen. Aber trotzdem traut man sich dann auch, da vielleicht dann auch drüber zu springen und die Geschichte trotzdem genau so zu erzählen, auch wenn jetzt vielleicht die ersten Zahlen da nicht so zu passen. Weil noch eine Story, und da sind wir wieder bei Pippi und der Astrid Lindgren, die hat die damals nicht ohne mit Datensätzen geschrieben und hat trotzdem dann eben, haben wir auch eben gehört, vielleicht an der einen oder anderen Stelle gesagt, nee, es war aber genauso richtig mit der Modernisierung der Sprache. Da hat sie sich dann auch sozusagen auf ihren Standpunkt berufen, aber sie hat die Geschichte halt geschrieben. Ja. Wo sind wir jetzt? Da sind wir jetzt eigentlich gelandet, ne? Am Ende, es gibt sie, diese tollen, übergreifenden Geschichten, und es gibt ganz sicher auch ganz viele moderne Ansätze, die das versuchen. Wir sind ja selbst auch als Tonys immer auf der Suche, genau irgendwie aus dem Umfeld diese modernen Geschichten zu finden. Nur tatsächlich, es gibt nicht 1000 Werke, die man jetzt einfach schon irgendwie als Tony rausbringen könnte, die das so machten, sondern es muss sich eben auch so langsam finden. Absolut. Und ich finde, man sieht das aber auch an der, also die Entwicklung unserer Tonys spiegelt ja nur die Entwicklung der letzten Jahre wieder. Und wir haben da ganz viel von Klassikern über ganz neue Sachen, ganz, ganz, ganz bekannte, tolle Topseller und aber auch, ne, jeder, der unser Portfolio kennt, auch so ein paar nischige Sachen. Also so eine bunte Mischung aus allem. Und das finde ich auch total schön. Und so soll es auch weitergehen. Und umso mehr es einfach egal ist, welches Geschlecht jetzt die Hauptfigur hat, umso doller oder so wichtiger ist die Geschichte drumherum. Und dann haben wir eigentlich auch schon was Gutes getan. Ich fand das eben super schön, Jeppe, als du meintest, es war denen einfach egal. Ist denen egal, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Und genau das ist es. Es ist egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja, wobei das Gender-Marketing wird jetzt ja auch nicht gemacht, weil da irgendwelche Unternehmer sich irgendwas ausdenken und irgendwas durchboxen wollen. Sie gehen natürlich da den Weg des geringsten Widerstandes, was sich am besten verkauft wird, halt gemacht. Ne? Das heißt, die Leute, also wir, die wir Geschichten hören mit unseren Kindern zusammen, wir sind ja eigentlich diejenigen, die auch einfach sich für diese spannenden Themen interessieren müssen, sollen, damit dann dafür auch mehr gemacht wird. Ne? Absolut, ja, das muss man tatsächlich sagen. Das ist ein, das kommt von beiden Seiten. Wenn die Nachfrage da ist, wird es gemacht, und wenn es gemacht wird, kommt die Nachfrage. Also es ist so Henne-Ei-Prinzip, und ich glaube, man merkt ja, dass sich da was tut und dass da wieder Entwicklung drin ist, und das ist toll, und das nehmen wir ja auch mit. Genau, und je mehr das in die Richtung geht, würde ich sagen, da sind dann alle Gewinner. Und wo wir gerade von Gewinnern sprechen. Wow! Meine Güte! Haben wir nicht auch noch was zu verlosen, wo wir dann auch wieder neue Gewinner ermitteln können? Ja, also der Gewinner der Goldenen Brücke 2021 ist auf jeden Fall Moritz. Zumindest der Juli. Danke. Der Juli-Brücke. Ich bin mir sicher, das ist noch nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange. Die Rätselfrage. Wie könnte es anders sein, Moritz? Was ist denn bei dieser Folge die Rätselfrage? Oder soll ich sie stellen? Ich sehe in deinem Gesicht, ich soll sie stellen. Er ist nur der Brückenbauer. Jeppe, jetzt lass den armen Mann doch mal in Ruhe. Der Brückenbauer, wo soll er denn wissen, wo das hingeht, die Brücke? Weiß der doch nicht.
Die musst du schon gestehen. Du musst gehen. Du musst gehen. Ich bin hier nur gekommen, um eine Brücke zu bauen. Wo die Brücke hingehen soll, das müssen Sie das mir schon erinnert sagen. Mich wieder an unsere Folge mit den Berufen, wo der Jeppe das Beispiel mit dem Kind, das nur Bauarbeiter werden wollte. Das wollte doch gar nicht. Ich will doch nur Bauarbeiter werden. Ich will doch nie auf das der Werkstatt. Ich will doch nur den Bagger fahren. Baustelle. Ich will nur einen Bagger fahren. So, der Moritz wollte nur die Brücke bauen. Jetzt Jeppe, verdammt nochmal. Was ist denn das Rätsel? Verdammt nochmal. Die Ziellinie ist nah. Also, es geht, wie könnte es anders sein? Es geht um das Titellied, was wir noch gar nicht angesprochen haben in dieser Folge und auch noch gar nicht gesungen haben. Auch darum gab es, glaube ich, Kontroversen, die wir jetzt aber nicht mehr auflösen. Aber während die Sarah gleich nochmal eine Strophe von Hey Pippi Langstrumpf singt, wissen wir aber alle, dass da drin die ein Teil der von Pippis Plutimikation drin steckt, also dieses ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, und dass da so ein bisschen falsch aufgelöste Rechentermse sind, und die bitten wir euch aufzulösen, also nicht die richtige Rechnung ein, also nicht die richtigen Ergebnisse der Rechnung einschicken, klar, das könnte von euch da draußen jeder, sondern welche Antwort oder welche Zahlenwerte würde die Pippi rausbekommen? Und wer die Interpretation von Jeppe jetzt eben nicht verstanden hat oder die Aufgaben nicht rausgehört hat, wir suchen die Antworten für 2 mal 3 macht, wie Jeppe zu sagen pflegt, 4 und 3 macht, und 3 mal 3 macht, so. Ja, so genau kommt das in dem Song gar nicht vor. Bisschen komplizierter ist es am Ende wieder doch, aber ihr seid schlaue Ratefüchslein. Ihr werdet uns schon irgendwas schicken und wir werden euch und wir schicken wieder Autogrammkarten. Und es gibt genau eine richtige Antwort. Ja, die aber aus 3 Zahlen besteht. Lovely. Oh Gott. Wer es bis hierhin geschafft hat, schafft auch das. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Ach so, jetzt dürfen wir nichts mehr sagen. Doch. Ich wollte es nur schon mal. Stay strong. Aber genauso ist es auch. Ich wollte es nur schon mal aufnehmen. Aber das hat. Der Sven schließt den Unterricht, hätte ich hier fast sagen. Nein, braucht man nicht. Die Sarah hat alles gesagt. Wir hören uns. Macht's gut. Wir hören uns. Bis zur Folge 16. Wir hören uns. Tschüss. Kauf Pippi Langstrumpf. Bitte, bitte, bitte. Und ach. Wer denkt jetzt auch an Andrea Nahles eigentlich? Ein wunderbuntes Haus. Stimmt. Ich habe lange nicht mehr Andrea Nahles gedacht, zum Glück. Wir schauen uns nach Hause. Denkt ihr nicht an Fanta 4 auch? Nee, warte ich. Wie geht's denn dann weiter?